Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Für mich geht es in 3 Tagen in den Urlaub und ich möchte schon mal anfangen, meinen Koffer zu packen. Ich habe meinen Koffer jetzt erstmal auf mein Bett gelegt. Ich habe nämlich vor, heute und morgen meinen Koffer fertig zu packen und übermorgen mich so mäßig vorzubereiten, also dass alle Geräte aufgeladen sind, mein Handgepäck packen und so weiter, ne? Ich habe hier so eine Box. Ich finde die richtig süß, hat meine Mama gegeben, weil sie die nicht braucht. Da kann man den Schmuck reinklatschen. Ich trage eigentlich hauptsächlich nur goldenen Schmuck. Ich habe eine neue Kette, ich muss sie euch zeigen. Und zwar von Piolet habe ich diese Kette hier. Die sieht so süß aus. Ich weiß nicht, ob man das gerade gut erkennen kann. Die nehme ich safe mit. By the way, habe ich eine Liste auf meinem iPad. So eine Packliste mäßig. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch davon auch einen Screenshot machen. So als Inspiration. Ich weiß nicht, ob ihr das gut lesen könnt. Wer kennt es nicht, im Urlaub, im Hotel gibt es einfach so schöne Locations, um Fotos zu machen. Und da sieht einfach alles besser aus, keine Ahnung. Deswegen habe ich immer extra Outfits, die ich mir rauslege, die ich halt hier irgendwie nicht so gut anziehen kann. Die ich dann extra mit in Urlaub nehme und in denen ich unbedingt ein Foto machen will. Ich habe für diese Kamera irgendwie kein großes Stativ. Das heißt, ich muss es immer irgendwo hinstellen und das ist immer ein bisschen unvorteilhaft, die Perspektive, aber egal. Ich habe jetzt ein paar Outfits rausgesucht und ich zeige sie euch, in denen ich auf jeden Fall ein Foto machen möchte. Und zwar habe ich dieses Jahr ein neues Kleid gekauft. Das ist ein bisschen länger. Der Rücken ist halt super schön geschnürt. Ich habe auch übrigens so einen Tick, dass ich jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, dass ich irgendwie immer neue Sachen brauche, die ich mitnehme. Das ist übrigens das Teil, das habe ich im New Yorker geholt. Und noch ein anderes Kleid. Sieht ultra süß aus, finde ich. Aber falls ihr wissen wollt, wie die Sachen getragen aussehen, könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen oder TikTok. Weil zu 100% werde ich, also die Bilder, die ich mache, werde ich natürlich auch auf Instagram hochladen. Wofür sonst mache ich Bilder? Das ist so ein kurzer Rock in Orange. Ein dazu passendes Oberteil. Das ist aber jetzt auch ein bisschen kompliziert, das zu zeigen, dass man checkt, wie das angezogen aussieht. Das sind auf jeden Fall safe die Sachen, in denen ich ein Foto machen möchte. Da habe ich auch noch andere Sachen eingepackt, wo ich theoretisch auch Bilder drin machen könnte, aber jetzt nicht unbedingt muss. Vielleicht erkennt dieses Kleid der ein oder andere. Ich hatte das in dem Urlaub von vor 2 Jahren auch angehabt und seitdem irgendwie gar nicht mehr. Dann habe ich dieses Kleid. Ich habe das schon seit 2, 3 Jahren und hatte es noch nie an, außer als ich zu Hause auch wieder Bilder oder TikToks gemacht habe. Das ist eigentlich so voll entspannt, sommerlich, cute, chillig, deswegen ja, das nehme ich noch mit. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist Bikinis. Das geht auch schnell, ich packe einfach alle Bikinis, die ich habe, ein. Dann brauche ich noch Outfit für Strand, da habe ich auch eins. Das hier, man erkennt es jetzt nicht so gut, aber das ist auf jeden Fall so eine kurze pinke Hose. Es ist halt einfach so, man zieht es kurz über den Bikini, man kann damit auch zum Frühstück gehen, so. Dann werde ich auf jeden Fall auch noch meine Outfits zählen. Wie viele, ich habe gerade gar nicht geguckt, wie viele ich jetzt schon habe. Wie viele mir noch fehlen für abends. Schuhe, wichtig. Schmuck habe ich eingepackt. Sonnenbrille, Cappy, Hut. Oh, Hut. Ich habe so einen süßen Hut gekauft, damit brauche ich auch safe ein Bild, weil der sieht so cute aus. Dann fehlt eigentlich nur noch so Hygienestuff, also alles, was ins Badezimmer gehört. Another day, another slay. Leute, gestern habe ich überhaupt gar nichts gefilmt. Heute nämlich schon Mittwoch. Heißt, morgen in der Früh, ganz, ganz früh fliegen wir schon. Ich habe gestern nichts gefilmt, weil ich halt auch gar nichts gemacht habe. Ich habe meinen Koffer nicht weitergepackt, einfach aus dem Grund, weil die meisten Sachen halt, die ich noch einpacken muss, noch gebraucht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber meine Haare sind noch ein bisschen nass. Heißt, Shampoo, Spülung, Duschgel, Rasierer und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt auf jeden Fall erst einpacken. Ich muss noch so Sachen aufladen, wie jetzt hier die Kamera. Gucken, dass meine Kopfhörer vollgeladen sind. Mein iPad, mein Handy. Ich habe hier 2 Taschen. Einmal diese hier, die werde ich wahrscheinlich für mein Make-up benutzen. Und dann habe ich noch diese hier, ist mein Kulturbeutel in dem Sinne. Da kommt dann halt das ganze Badezimmerzeug rein und meine Skincare. Ich zeige euch jetzt, was ich alles an Skincare mitnehmen werde. Also ich nehme zum einen den Liquid Hydrator, das ist bei mir ein Must-Have, also das ist wirklich eines der besten Produkte, die ihr in der Drogerie ergattern könnt, auch wenn das relativ teuer ist für die Größe. Dann habe ich letztens das hier mir noch zugelegt, den werde ich auch mitnehmen. Dann eine Tagescreme, ich kann euch die hier sehr gut empfehlen. Obviously noch ein Lippenpflegestift, das ist auch ein Must-Have, das ist das Allerwichtigste von den wichtigen Dingen, also das ist wirklich on top.
Dann noch eine Nachtcreme und ein Serum. Da benutze ich das Calming Serum. Bin damit ultra zufrieden. Dann werde ich noch diese Sonnencreme mitnehmen fürs Gesicht halt. Und Lippenpflege werde ich wahrscheinlich ins Handgepäck einpacken. Aber ich habe zwei Stück. Ich habe einmal hier von Blistex und einmal hier diesen Carmex. Der hat hier auch noch ein bisschen Sonnenschutz. Den packe ich hier mit rein. Ich habe mir jetzt letztens erst dieses gehypte Reinigungsgel von Neutrogena mir zugelegt. Ich habe das aber bisher nur einmal benutzt, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Ich werde es mit in Urlaub nehmen. Und auch noch diese Reinigung, die man aber, glaube ich, nur so dreimal die Woche oder so benutzen sollte. Und zum Abschminken benutze ich dann das hier mit diesen Wattepads, diese großen, weil davon brauche ich zum Abschminken immer nur eins und das reicht irgendwie. Deswegen sind die auf jeden Fall viel besser als die kleinen. Leute, ich habe mir jetzt mein ganzes Make-up rausgelegt, um euch zu zeigen, was ich alles mitnehmen werde. Ich habe hier zwei BB-Creams, einmal Medium und einmal Light. Ein Lieblingsconcealer in dem Sinne, weil ich habe so viele Concealer, habe ich jetzt auch noch nicht ausprobiert, aber das ist jetzt der hier, Liquid Camouflage. Ich habe den immer in der Farbe 020 Light Beige. Da nehme ich drei Mascaras mit tatsächlich. Einmal die hier, mit Abstand eine der besten Mascaras, die ich je ausprobiert habe. Und dann habe ich noch die hier mit. Und für meine unteren Wimpern benutze ich irgendwie immer die hier. Das Allerwichtigste, diese Wimpernzange, Leute. Das ist auch eine der besten Wimpernzangen, die ich ausprobiert habe. Von Catrice. Ein weißer Kajal, einen schwarzen Eyeliner und einen braunen Eyeliner. Das ist auch eine super Empfehlung. Ist leider nicht wasserfest, aber ist ultra die schöne Farbe. Dann noch so Q-Tips, falls ich irgendwas verschmiere. Meistens ist Mascara. Für die Augenbrauen benutze ich, also nehme ich die zwei Gels mit. Zwei Augenbrauenstifte. Für die Augen nehme ich auch noch zur Sicherheit drei Paar Lashes mit. Also einmal die hier. Hier von Catrice. Und danach habe ich noch die hier, die sind von Essence, einfach solche, die man an die Seite klebt. Dann haben wir noch für die Lippen, nehme ich drei Lip Liner mit, meine allerliebsten Lip Liner. Einmal von Trended Up 266, ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt. Der bekannte 94F Lip Liner, der ist tausendmal besser als der 59G Lip Liner. Ich weiß nicht, was alle mit 59G hatten, ich finde den ganz schrecklich. Ich finde den hier richtig, richtig gut. Von Essence 01 Cinnamon Spice. Und ich nehme zwei Lipglosse mit. Und mein Make-up-Beutel wird langsam ein bisschen voll. Ein bisschen zu voll. Blush benutze ich den hier. Diese Konturpalette benutze ich eh schon seit 100 Jahren. Und zum nächsten Step nämlich Haare. Also Haargummi, Haarspinnchen, die ganzen Produkte, die ich brauche. Mal das hier. Das hier. Dann nehme ich das erste Mal mit in Urlaub Gel mit. Natürlich auch Haarspray. Und dann nehme ich auch noch Trockenshampoo mit. Ganz wichtig, diese Haarklammern. Für die Gelfrisur brauche ich natürlich auch verschiedene Bürsten. Dann nehme ich einmal diese hier mit und einmal so einen, so einen Stielkamm halt. Ein Glätteisen. Soll ich einen Lockenstab mitnehmen? Und ich nehme noch so ein Welleneisen mit, weil ich finde das ultra schön. Ich finde, das passt auch so gut zu Urlaub und so Strand und Meer, was ich fast komplett vergessen hätte. Düfte, also Deo und Parfüm und so, ist ganz wichtig. Ich pack's direkt in meinen Kulturbeutel. Jetzt kommen wir zum Thema Schuhe, auch wichtig. Die sind noch komplett neu. Einmal in so beige und einmal in schwarz, weil das passt halt einfach zu allem. Für den Strand dann einfach normale Flipflops. Mein Koffer sieht gerade noch so aus. Ich zeige euch auch noch, was ich hier drin liegen habe. Nämlich einmal ein Hut, ich weiß nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe. Eine Kappe zum Sonnen. Klebe-BH, Nippelpads, eine Tasche für abends dann halt. Sonnenbrillen. Dann ist hier halt noch ein Bügeleisen. Und hier ist dann mein Schmuck. Dieses Stativ nimmt halt unglaublich viel Platz weg, weil das halt so groß ist. Aber leider habe ich kein kleineres. Und wir machen halt super gerne so Bilder, so Family-Bilder, ne? Ich bin immer noch nicht fertig mit Kofferpacken. Heute Morgen dachte ich so, ja, halbe Stunde bin ich fertig mit Kofferpacken. Ich brauche nur noch die zweite Hälfte. Ich bin schon den ganzen Tag dabei und ich komme irgendwie nicht voran, weil es ist so heiß und mein Kopf ist nur so halb bei der Sache dabei, weil es einfach so stickig ist. Und ich kann nicht lüften, weil es bringt absolut gar nichts. Ich wollte nochmal kurz wieder updaten. Ich habe jetzt meine Kopfhörer geladen, nämlich einmal hier die hier für Reise eben. Und dann hat noch meine AirPods für, wenn ich dort am Strand, am Pool einfach Musik hören will, dann sind die natürlich sehr unpraktisch dafür. iPad habe ich auch schon aufgeladen. Mein Handy lädt gerade auf. Und dann fehlt halt nur noch diese Kamera tatsächlich. Ich habe mir jetzt ein Outfit rausgelegt für morgen. Für die Fahrt. Das ist keine gute Perspektive, warte mal. Und zwar ist das einfach ein Sportoutfit. Ich glaube, ich habe alles. Ich muss jetzt nur noch den Koffer irgendwie zukriegen, weil das ist schon ein kleiner Hügel hier in der Mitte. Oh mein Gott. Leute, ich weiß, meine Frisur sieht ein bisschen hässlich aus, aber...
das ist halt einfach praktisch, weil es ist heiß. Weil wenn ich so bin, sehe ich wirklich aus wie eine Oma. Deswegen muss ich so machen, dass man wenigstens sieht, dass ich einen Dutt habe. Ich nehme diesen Rucksack hier mit, der ist relativ groß, was sehr praktisch ist. Da müssen halt einige Sachen rein. Zum einen meine zwei Paar Kopfhörer, meine Powerbank. Da muss ich noch das Kabel für das iPad noch mit einpacken. Und mein iPhone-Kabel, das kommt alles in mein Handgepäck auf jeden Fall rein. Einige von euch wissen das wahrscheinlich, dass ich einen Haufen Mangas habe und davon auch einen Haufen, die ich noch nicht gelesen habe. Zum einen diese drei Bänder hier. Habe ich noch diesen Band hier, der ist sogar noch verpackt, den werde ich gleich auch noch auspacken, den nehme ich mit, um es auf dem Hinweg zu lesen halt, ne? Hier liegen ein paar Sachen, die ich noch einpacken wollte und dann liegen die Sachen, die ich morgen anziehe und ansonsten, Leute, war es das tatsächlich. Ich habe euch wirklich alles gezeigt, was ich in den Koffer eingepackt habe und was ich in mein Handgepäck eingepackt habe. Ich hoffe, dass ich wirklich dem einen oder anderen vielleicht auch irgendwie helfen konnte. Wenn manche nicht wissen, so ja, was soll ich einpacken, ich habe euch am Anfang ja auch noch meine Liste gezeigt. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass euch dieses Video ein bisschen unterhalten hat, dass euch interessiert, wie wir dort ankommen, wie die Reise wird, dann schaut auch unbedingt das nächste Video an, weil ich werde das alles mit vloggen. Und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!